Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Tomodachi Life. Im letzten Part hatten wir uns unter anderem die Ranglisten angeschaut und festgestellt, dass ich ziemlich gut dabei bin und beliebt bin unter meinen Bewohnern. Das ist doch sehr supi. So, Bewohner ist ein gutes Stichwort, denn da brauchen wir wieder ein paar etwas und damit fangen wir unser tägliches Ritual von dem Paten an. Genau, und ich habe mir hier ein wildes neues Zimmer gemacht, wo ich gleich erstmal raus bin, weil es draußen auf der Parkbank ist. Perfekt. So, fangen wir mal an mit Pikmin. Pikmin will nämlich was und was es ist, das schauen wir uns einfach mal an. Guten Tag. Moin, guten Tag. Wie kann man dir helfen? Hör mal, wie ich David imitiere. Oh, du tust ein bisschen imitieren. Ich bin gespannt. Schieß los. So ein Scheiß. Na, wie war ich? Täuschend echt, oder? Natürlich sage ich sowas immer. Ja, sehr ähnlich. Also Pikmin tut gern Stimmen imitieren. Ich sehe es und ich sehe es. Und Pikmin hat ein neues Level erreicht. So, das versenken wir gleich ein Objekt. Miss Nintendo 3DS XL, den hast du noch nicht. Bitteschön, ist ein sehr wildes Gerät. So viel sei gesagt. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. So, jetzt gibt es ein kleines Dankeschön, ich bin gespannt. Mal wieder am Badeset, ich verkaufe diese Badesets. Und ein weiteres Game. Wozu? Was in meiner Welt gerade modern ist. Also, dann müsst ihr auf TikTok schauen und... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. I don't think so. So, sagen wir doch mal jetzt zu Sen. Der mit Kröte abhängt. Okay. Ist okay. Hallihallo, schön dich zu sehen. Ja moin, es fehlt auch dich zu sehen, Sen. Was gibt's? Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Wenn ich mich gut fühle? Weil ich mich gut fühle. Yay. Yeet. Ich so, yay. So was Gutes. Yay. Yay. Ganz genau. Das sind so richtige Knalleraussagen. So, yay. Man kennt's. Wer kennt es nicht? So. Mit Pikmin würde ich gern mal Videospiele spielen. Mit Pikmin würde ich gerne mal Videospiele spielen. Dann mach doch. So, das ist doch... Verstehe, es ist eine wilde Sache. Go for it. So, jetzt haben wir noch Key. Okay, da will noch was. Schauen wir noch mal, was hier gewollt wird. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe Hunger. Du hast Hunger. Okay. Schnitzel ist auf Platz 1. Schauen wir mal, ob der Pizza auf Platz 2 kommen kann. Mit dem Messer raus. Das sieht so lecker aus, ey. Boah, ich hab Bock auf Pizza, ich sag's euch. Aber er mag nicht Pizza. Sim ist lecker, okay. Könnte Platz 2 werden, jawohl. Und auch du bist ein neues Level aufgestiegen und auch das gibt's Objekte und wie sie erst auch noch kein 3DS. Ja, Mobiltelefon ist schon ganz wichtig, damit man WhatsAppen kann und so weiter, aber 3DS, finde ich, kommt dann schon legitimierterweise an zweiter Stelle. Ein kleines Dankeschön. Weil das muss einfach an zweiter Stelle sein. So, was gibt's als Dankeschön? Oh, diesmal Haarfärbespray. Ich sag schon wieder dieses, Du Zeugs. Die Bekannten meiner Freunde sind für mich völlig fremde Menschen. Die Bekannten meiner Freunde sind für mich völlig fremde. Bist du auch mal der Ansicht, ne? Gut, sind gerade alle bei mir glücklich und versorgt. So muss das sein. So, wir sind da gerade dabei, ein bisschen umzuschauen, was es hier so gibt. Wir hatten das letzte Mal hier das Möbelhaus entdeckt. Und jetzt haben wir mal so einen Aussichtsturm, auch wenn da nichts los ist, man kann da trotzdem mal hinschauen, ne? Weil das war, dass wir das letzte Mal die eine Veranstaltung waren, ne? Genau, und mit Plus kann man auch zoomen, wo auch immer Plus. Ja, mit Rest zoomt man, das Ding hat gar keine Plus-Taste. Okay. Kann ein bisschen hinzoomen, aber viel ist hier eh nichts los, wie man sehen kann, das ist nicht sehr spannend. Sind auch gerade keine Leute da, ne? Boah, was da nicht jemand ist beim Park. Den soll man uns auch nochmal jetzt da anschauen. Der war ja... Ah! Da bin ich sonst hier alleine im Park und mach Picknick alleine, so. Da machen wir gleich erstmal ein fettes Foto. Weil ich bin Loni. Hier wird nämlich immer drauf festgehalten. So. Ne, ja, da ist der Mittagsmarkt. Ist von 12 bis 14.30 Uhr. Dann haben wir noch eine Grillparty. Okay. Boah, hier ist ja viel los. Und der Fotograf immer von 16 bis 17 Uhr da. Das ist jetzt so, da muss ich auch tatsächlich manchmal die
muss halt nochmal 3DS so einstellen, dass es die Events einfach machen kann. So, im Vergnügungspark ist auch wer unterwegs. Haben wir da auch mal hin. Aha, da hat Cookie und Spongy sind mal wieder zusammen unterwegs. Auch davon machen wir uns auch mal ein Foto. Ja, ich bin so der Fotograf, der von alles und jedem Foto macht, so Klick. Okay. So. Was haben wir denn noch Wildes? Hier haben wir zum Beispiel noch das Café, aber da ist überall auch keiner drin. Fotostudio. Affinitätshändler, Anleger. Reis von anderen Inseln und Importwaren kommen über diese Hafen auf die Insel. Okay. Ah, hier kann man seine Sachen in sozialen Netzwerken hochladen. Okay, will ich damit gar nicht ausprobieren. Das ist noch etwas, was uns dienen wird. Genauso wie das hier. Ah, und davon muss man nur einen Bewohner an Leads denken. Ja, das werde ich ja wohl mal direkt machen, wenn jemand weiß, dass der will aufsteigt. Weil das ist die Kaoko-Bar, die wird hart wild werden. So, wo bin ich jetzt drauf gegangen? An Strand, da ist aber eh keiner. Gut. Da ist immer noch der Morgenmarkt, wissen wir Bescheid. Und bei meinem Mies, da wird wieder was gewollt. So, fangen wir mal Zähne an, da will nämlich eine Runde spielen. Ich will spielen! Ich will spielen! Ja, komm, ich spiel mal. Los geht's. Zum Gewiss, okay, okay, mal wieder schauen, welches Item das sein könnte. Müssen wir aber wirklich gut zuschauen, hinschauen. Auch wenn was ganz Weißes. Eiswaffel heißt man, ich tippe, das ist einfach von. Alles war, das wird wieder so falsch sein. Als ob. Ich hab deshalb erst einen Run in diesem Game. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Schandmal. Keine Ahnung, was überhaupt ist. Omelette Plastikpokal. Sag Schandmal. Die richtige Antwort ist. Hat keine Ahnung. Es war ein Schandmal. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Und das letzte Item. Ja, komm. Was wird es wohl sein? Boah, Spiegelei, Fleischpastete. Hühnchen, Tikka Masala. Sag die Fleischpastete. Es war eine Fleischpastete. Als ob ist es auf einmal, wenn die Spiele gewinnen. Das gibt's dann eben dann gleich wieder hier. Screenshotten. Ach, das ist ein schönes Bild. Ey, das ist ja Wahnsinn. Ich gewinne hier einfach jedes Spiel wie ein Pro. Das ist es. Oh, komm. Das wird dann dein Preis. Bonsai, jawohl, so war's das. So, das ist doch mal super, liebe Leute. Das haben wir doch super gewonnen. So, und wie es im nächsten Part weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Animal Crossing. Ach, das war was. Von Tom Moderzi Live. Ich sag jetzt danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao! We'll be right back.